Anstrengend, du. Komm, wir machen den Päusli hier. Ja. So wie geklatscht. Ich habe 5 Meter. Letztens hat meine Frau Eierbrötchen, gell? Die? Nein, kleinere. Die vom iPhone? Nein, andere. Ich sag dir schnell. Die Frau in der Küche, gell? Hat sie da die Eier gegrillt, oder? Du, dem bin ich in die Küche und gesagt, nein, bist du verrückt? Musst ölen, sonst hocken das Zeug an, komm Öl und jetzt kehren. Und jetzt musst du salzen und Aromat. So. In die Küche. Du hast in dem Stecker reingesteckt. Du laufst ein Schwungrad. Wie eine Brausetablette, wo du ein Glas Wasser werfst, ne? Nein, ich gehe gerne. Das Gefühl, deine Frau könnte keine Eier bröteln. Nein, ich gehe gerne um da. Ich soll nur mal wissen, wie es ist, wenn ich Auto fahre und sie daneben hocken. Du noch helfen auf, warum es ist, hä? Oh, ich weiss es auch nicht, wie es weitergeht. Aber hat sie gesagt? Nein, du musst sagen. Ist gut. Das ist geil. Hat er psch gemacht. Wie ist der Streit ausgegangen? Wie ist der Streit ausgegangen? Ja, angekochen ist sie gekommen, hoi. Angekochen. Und dann, was hat sie gesagt? Das ist nicht so wichtig. Angekochen ist sie gekommen, hoi. Oh, nein. Mal, erzähl jetzt, was hat sie gesagt? Ja, gut, ich sage ein verdammter Feigling, ich soll mal von dem verdammten Kasten unten führen kommen. Ja. Und dann habt ihr euch getrennt. Wie lädst du da die Heidi Klum und der Seil? Ja, aber glaub ich, ihm jetzt tieferen Arbeit hinterlassen, oder? Oh. Das ist der Vorbild nicht mehr heute. 20 Jahre geheiratet und ich liebe immer noch die gleiche Frau. Nicht schlecht, hä? Respekt. Ich weiss nicht. Da meine Frau herausfindet, bringt sie mich um.